Moin Leute, willkommen zu Let's Play Digimon Adventure. Ja, Machine Dramons, Vernichtung wahrscheinlich. Wir sind im U-Bahn-Zugang, das heißt, wir müssen ja jetzt wahrscheinlich mit diesen beiden auf Andromon treffen. Ich bin gespannt. Wir gehen gleich los. Ich will fighten. Hey, Kari, Kari, wir suchen Kari. LOL. Oh, cool. Oh, Speedboost, nice. Ah, oh, kommt da durch. Ausgetrickst. Da ist ein Tank, Mann. Scheiße. Geh weg, Mechanorimon, geh weg. Yeah, easy peasy, dann vorbeige. Sweezy. Oh, SP Boost 5, nice. Okay, wir müssen hier, glaube nicht ewig lange durch. Ah. Denn irgendwann müssten die beiden sich in die Köpfe kriegen und dann taucht. Ja, jetzt ist es soweit. Kriegen sie die beiden in der Köppe und dann ist es soweit und dann taucht gleich Andromon auf. Wer kommt da? Wer kommt da? Oh Gott, wir müssen Angst haben. Oh nee, es ist Andromon! Alter, sieht ja kacke aus. Okay, wir haben ihn gefunden, Andromon. Wir erfahren jetzt, dass Andromon in der Untergrundorganisation arbeitet, um Machinedramon aufzuhalten. Und Andromon ist der einzige, der noch übrig ist. Nice. Andromon mit 8000 erstmal einen fetten Support mit reingekriegt hier. Krass. Okay, und jetzt machen wir uns auf den Weg. Jetzt, oh. Das ist eine Weile her, dass ich aufgenommen habe. Aber macht ja nichts. Sag mir nicht gerade, das war ein Me Autokorrektur PBL. Oh, ja, okay. Sag mir nicht, das war gerade ein Megadramon. LOL, das Megadramon! Kuckuck. Ich tu dir nichts mehr. Du mir nichts! Scheiße, da war Gigadramon. Wow! Gigadramon und Megadramon. Völkermord. Alter! Du musst auch voll gleich in die Vollen hauen, Mensch. Aber Gebet erstmal einen schönen Konter rausgehauen. Ja, dann hilft nicht viel, das ist die Warp-Digitation angesagt. Ugrimon! Und dann erstmal eine fette Technik raushauen. Planetenkraft geht auf beide. Erdtornado geht nur auf einen und die Krallen auch. Wir machen einfach mal eine fette Planetenkraft. Sehr schön, die haut ordentlich rein. Dann mega Kaputtierimon. Oh, mit Mega Kaputerimon, ich würde mal sagen, Willi Scratch, ja, das geht auf beide. Wir sollten uns auf einen konzentrieren. Death Charge Plus, wow, geht auf alle, nice, Andromon ist geil. Schuldige Klaue. Ultimativer Slicer. Okay, wir sollten uns auf einen konzentrieren und ich nehme als erstes mal Gigadramon. Du sollst den richtigen angreifen. Ja, Tornado. Jawohl, so macht man Schaden. Metallarm, geil. Und Zorn wird aktiv. Mein Angriff steigt. Ich liebe das. Ich würde mal sagen, wildes Scratch trifft alle. Kostet auch nicht viel, da können wir mal ein bisschen so Vorbereitungen treffen. So als Gigadramon angreifen und sonst keinen. Jawohl, Walter, ihr kriegt so Hände. Und Gigadramon ist weg. Ja, obwohl wilde Scratch ist eine absolute, ja, immer normalen Angriff erstmal. Schwachschlagen, okay. Ultimate Slicer.
Und der reicht. Jawohl. Also die Gegner sind doch ganz schön stark, muss man sagen. Hier. Boah, 9000 auch, ey. Das Training ist geil. Okay, deswegen wollte ich da hin. Das gibt's. Oh, nice. Verteidigungsboost. Na, Mega Drama, lassen wir mal gekonnt stehen. Oh. Und ich glaube, es ist gar nicht mehr so lange, bis... Da ist er. Oh, shit! Ja, Mugen Dramon. Ja, Machine Dramon halt. Okay, wir ziehen uns erstmal zurück. Was will sonst echt zurück? Wo sollen wir denn hin? Was? Ah, okay, was passiert? Ah, wir finden die anderen. Ich wollte gerade sagen, ich war ein bisschen überfordert. Aber jetzt geht's gleich wohl anscheinend. Okay, wen haben wir im Team? Ah, wir können jetzt wahrscheinlich unsere Party mal austauschen. Izzy sollte mal gerne raus und dafür würde ich gerne, jawohl, Gatomon mit reinnehmen. Hehehe. Geil. Können Gatomon wieder reinnehmen. Jetzt geht die Post ab, Leute. Okay, ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Scheiße. Oh Mann, oh. Oh nö, Alter. Megadramon, Quadromon und Gigadramon. Ich glaub's auch. Reicht ja nicht, dass ein Viech von denen schon mehr als genug ist. Meine Güte. Okay, Angemon, ich würde sagen, himmlischer Charme. Auf alle. Okay. Nice. Quadromon hält nichts aus. Da reicht jetzt ein Angriff von Garudamon und dann sollte Quadromon schon mal weg sein. Die alte Nervensäge, Flügelklinge. Sehr nice. Und gebreakt. Okay. Dann würde ich aber sagen, dieses Mal gehen wir als erstes auf Megadramon. Oh, nice. Energieschuss, okay. Oh, na. Automatischer Konter. Ultimate Slice her. Und Zorn perfekt Angriff steigt. Und noch ein Gebet hinterher, jawohl. Himmelspfeil. Sehr schön, nochmal. Ja, nochmal eine Flügelklinge hinterher. Wir können ja gleich nochmal heilen gehen. Okay, und ein Erdtornado auf Megadramon, der sollte weg sein. Perfekt, damit ist nochmal eins down. Bleibt nur noch Gigadramon mit seinem Energieschuss. Das wird ein Fest nachher gegen Machine Dramon, ey. Oh, ich bin echt gespannt. Garudamon, ja, Garudamon ist halt auch schwierig einzuschätzen, ob ich den gut gebrauchen kann, aber er hält halt viel aus. Ist, glaube ich, besser auf jeden Fall als Tentomon. Ich glaube, mit Tentomon oder beziehungsweise Megakabuterimon kann ich nicht so viel anstellen wie mit Garudamon. Der kann ja auch noch schreien. Na, das hilft ja auch noch mal. Und damit macht er eigentlich auch guten Schaden hier mit Planetenkraft hinterher. Auf Feierabend. Der wichtigste im Team ist auf jeden Fall sowieso Wargreymon, weil er Schaden macht und halt Angewurmon, weil Angewurmon für die Heilung da ist. Aber mal heilen. Und dann müssen wir Andromon unterstützen. Wir unterstützen dich, Andromon. Wir werden Machine Dramon. Jetzt, oh Gott, habe ich mich erschrocken. Alter, habe ich mich erschrocken. Das war nicht gut. Das war...
Das war der Moment. Schön gemacht, muss man ja sagen. Saubere Arbeit. Ich hätte nicht erwartet, dass sie die Szenerie so mit reinnehmen. Okay, wir erwarten jetzt den Bossfight gegen Machine Dramon. Den vorletzten. Meister der Dunkelheit. Wir fangen mal mit dem Himmelspfeil an. Hat er irgend... Okay, er scheint aber keinerlei... Aber wir machen mal einen Deathbrecher. Ah, zieht nicht, okay. Oh, nice! Unterstützung von Biomon! Wir sind Gott sei Dank alle vor mir. Oh, Machine Dramon ist so ein Riese, ne? Okay, Garudamons erster Move ist erstmal schreien. Angriff steigern und Verteidigung erhöhen. Boah, der macht direkt Giga-Kanone. Boost Deep, was? Okay, der hat eine Aktion drauf. Das ist krass. Das ist krass, da müssen wir aufpassen. Machine Dramon hat eine Aktion drauf. Seine Gigakanone trifft immer ein. Und dann hat er noch eine Aktion. Boost Deep anscheinend. Okay, bin mir mal gespannt. Bisher kannst du aber dagegen heilen. Das ist noch kein Problem. Ich mach nochmal schreien. Oi, der macht Death Charge. Okay, das ist uncool. Das ist krass, der hat Death Charge drauf. Okay. Du blockst und du machst Flügelklinge. Okay. Ist so geil, ne? Der ist zu krass, ey. Ah ja, Zorn erhöht meinen Angriff. Jetzt sind wir wieder auf einem Niveau. Das ist sehr schön. Schön, schön, schön. Der Damage ist real, Leute. Der Damage ist real. Sehr gut. Boost Deep. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Ob der irgendwas auslösen kann. Aber der Angriff ist halt stark. Ich werde nochmal Engelsflügel einsetzen, nur um mich zu heilen. Angewummern muss ja, muss halt fast full life sein, permanent. Gut, und du machst Erdtornado. Das zieht einfach so gigantisch viel ab, ne? Viel besser als... Huhu, viel besser als sein... Oh! Als sein anderer... Ey, Alter! Nein, scheiße, ich wollte ja nicht Schutz einsetzen. Okay, Item. Ja, mach Engelsflügel. Ich wollte eigentlich mit Garuda mal was anderes angreifen, beziehungsweise Angerummon heilen, aber das hat halt nicht funktioniert. Erdtornado. Aber der hält verflucht viel aus. Du machst sofort wieder schreien. Du wirst dich jetzt verteidigen. Ja gut, Verteidigung nochmal. Katastrophe! Oh, das trifft alle, okay. Alles klar. Oh, das hat einen Break gegeben. Das ist jetzt ganz schlecht. Ich glaube, Machine Dramon kommt... Nein. Oh, durch die Aktion Gigakanone kommt er hinter uns raus. Nice! Und durch den Schutz... Oh, ist das nice. Das ist mega nice. Erdtornado. Und du machst ein Fire Hurricane. Okay. Zieht leider nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte.
Nice, der war super. Und Engelsflügel. Okay, okay. Death Charge, alles klar. Dass der die als Aktion hat, ist krass. Nice Gebet, erstmal einen Konter gegeben. Ah, ich hätte mir einen Zorn gewünscht. Oh. Und für den permanenten Schaden Item sind wir halt zuständig. Wir heilen mal um 800. Dann muss ich nicht gleich hier nochmal einen Angriff opfern. Schutz. Der geht da und der geht eigentlich noch. Also Machine Armor kannst du gut fighten. Eigentlich, der macht nichts Unfaires oder sonst was. Der ist nice, noch Unterstützung. Aber er hat halt sau viel HP. Der hat mega viel HP. Noch mal eine Unterstützung, wenn ich das richtig sehe. Nice. Dies passt mir ganz gut in Kram. Ich meine, der ist jetzt auf Hälfte down, ne? Das ist so krass. Boost Deep, okay, das ist nicht so schlimm. Das ist problematisch. Okay, es trifft nur Garudamon, das ist kein Problem. So, Garudamon macht wieder den Schrei. Schön boosten, das ist nice. Und du Erdtornado. Ich muss in Zukunft mal zusehen, dass ich wahrscheinlich mal meine anderen ein bisschen heile. Du verteidigst dich erstmal nur. Die MSP heile, weil sonst kriegen wir vielleicht noch ein Problem. Okay. Alter, ist die Gigakanone geil, ey. Jawohl, Zorn, Angriffsboost, dankeschön. Und ein Gebet, sehr gut. Okay, jetzt lohnt sich auch die Engelsflügel-Move. Also Machine-Armor ist schon ein mega krasser Gegner, ne? Das muss man schon so sagen. Also der hat's echt auf dem Kasten. Schön. Garudamon nochmal eine Flügelklinge hinterher. Der müsste auch bald seine normale Verteidigung wieder kriegen. Sehr gut. Gebet. Perfekt. Schöner Schaden. Okay, egal, der trifft, das sollte... Ja, aber schöner Konter. Jetzt ein feiner Erdtornado. Jawoll, jetzt gibt's nochmal richtig Schaden hier. Engelsflügel. So, Wargreymon ist jetzt zwar noch nicht komplett geheilt, aber das übernimmt jetzt Garudamon. Nein, nicht Schutz, Item. Machen wir mal 800 dazu, dann sollte das reichen. Und ich glaube, ich komme vielleicht sogar durch, ohne dass ich die SP heilen muss. Der Erdtornado, der wird halt auch oft eingesetzt werden. Und der macht so viel Schaden jetzt gerade. Weil wir plus einen Angriff haben und Machine Ramon so eine normale Verteidigung. Mega gut. Ich heile durch Engelsflügel nochmal auf. Angriff normal und Speed, Verteidigung normal ist schlecht. Können wir aber durch einen weiteren Schrei wieder reinholen. Okay, oh, jetzt macht er Death Charge wieder, alles klar. Aktion Katastrophe, okay. Zieht aber nicht allzu viel ab, ist noch ganz im Rahmen. Ah, Angriff normal ist schlecht. Aber er frisst Krits, das ist nice. So, mittlerweile kannst du... Ne, du machst mal nur Schutz. Du kommst vor Machine Ramon eh nochmal dran. Und machst nochmal Schutz. Das lohnt sich nicht zu heilen. Das trifft alle mit relativ wenig Schaden. Das ist kein Problem. Kommen wir gut mit klar. Zorn wird aktiv. Sehr, sehr nice. Und er macht jetzt noch eine Aktion Boost Deep. Okay. Gut, das können wir locker gegen heilen. Gar kein Problem. Und Fein Air Tornado hinterher. Wie viel Schaden er einfach frisst. Das ist so herrlich gut. Zack.
Und du machst wieder ein Engelsflügel. Also die Strategie hier beim Machine Drummer scheint relativ gut zu funktionieren. Einfach gegenheilen, früh gegenheilen und ihn dann einfach ausmanövrieren, auskontern. Das funktioniert. Da bin ich froh drüber. Sehr nice, noch ein Zorn. Oh, jetzt geht die Post ab. Machine Drummer, gleich kriegst du so richtig auf den Sack. Die Angewohnung muss so oder so gegenheilen. Oh, nochmal Zorn. Nice. Okay, das schreit geradezu nach einer Planetenkraft. Komm. Wow, fast 4000. Schöner Schaden. Und ich glaube, die Erdkralle macht im Endeffekt doch mehr wie der Erdtornado. Und ich werde diese auch weiterhin verwenden. So, du greifst nochmal so an. Ja, SP easy. Angewummelt hat noch mehr als ein Drittel ihrer SP. Wow, Gremon kommt auch noch dicke durch. Garudamon, ja, wenn Garudamon keine SP hat, ist das nicht schlimm. Eisen Konter hinterher gesetzt. Der Boosty ist total egal. Erdtornado und nach 2-3 Runden liegt das Ding. Alter, was für ein Schaden. Du heilst noch mal, einfach weil es geht. Ich im Endeffekt hoffe, ich brauche es dann doch nicht. Aber wer weiß. Denn jetzt kommt Machine Ramons wahrscheinlich letzter Angriff. Verteidigung normal, das ist sehr, sehr nice. Aber nochmal seine Mugen-Kanone hier. Richtig krass. Und nochmal Zorn, jawohl. Und nochmal ein Konter hinterhergefletzt. Boah, oh, Aktion. Ja, das ist natürlich krass. Das ist natürlich bitter. Okay, Angriff normal und Verteidigung normal. Macht aber nichts. Du kannst einfach mal. Oh, mal ein Kick. Oh, du machst einfach nochmal. Wie viel hat er noch? Greif mal an. Hui! Klatsch. Aua, Mann. Und es wird die Chromkralle, das wäre natürlich Anime-like, aber wir machen einfach mal den Erdtornado drauf und dann ist das hier besser. Da geht er hin. Das Ende von Machine-Drummer. 16.110 Erfahrungspunkte. Level-Ups für Gatomon und Biomon. Nice, nice. Und wir erhalten Giga-Heilung Plus. Halt 2000 HP für alle Mitglieder. Schöner Todesschrei. Und wie wir alle miterleben, genau, die Stadt verschwindet. Endlich ist es wieder ruhig. Andromon hat seinen Auftrag erfüllt. Wir haben ihm geholfen. TK steht in Andromon drin. Warum auch nicht? Und oh, nächstes Mal heißt es dann Lady Devimon. Richtig krass. Richtig, kein neuer Dungeon. Richtig, richtig krass. Ich bin gespannt. Lady Devimon, die Digi-Ritter erreichen den Spiralberg. Freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall. Es wird bestimmt mega geil. Also bis dann, Leute. Ciao.